Hallo, in diesem Video möchte ich den Unterschied zwischen einer punktweisen und einer gleichmäßigen Konvergenz einer Funktionenfolge erklären. Als Beispiel betrachten wir die Nullfunktion. Das ist die Funktion, die immer den Wert 0 hat, und zwar zwischen 0 und 1. Ja, die Nullfunktion zwischen 0 und 1. Und die soll approximiert werden, also angenähert werden, durch eine Funktionenfolge, und zwar eine Funktionenfolge von Potenzfunktionen. Ja, also x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 und so weiter und so weiter. Ja, bei so einer Approximation ist es wichtig, erstmal festzulegen, wie genau diese Approximation sein soll. Ja, und da legen wir jetzt einen Epsilon-Wert fest. Und zwar Epsilon ist ein Tausendstel. Das heißt, wenn die Funktion, welche die Nullfunktion approximieren soll, weniger als ein Tausendstel von der Nullfunktion abweicht, ja, dann sagen wir, die Approximation ist genau genug. Ja, das ist ein Wert, den kann man frei wählen. Ich habe hier mal ein Tausendstel gewählt, weil das ist hier ungefähr die Zeichengenauigkeit. Ne? Ich habe ungefähr 1000 Pixel von oben nach unten. Das heißt, sobald ich sehe, dass hier eine Abweichung besteht, ja, da ist die Approximation nicht mehr erfolgreich. So, und jetzt kann ich ja sagen, so ungefähr bis 0,05, also ungefähr bis hier, ist die Approximation der Nullfunktion durch diese Potenzfunktion, das ist x², ja, durch diese Potenzfunktion hier genau genug. Ja, das heißt, die Nullfunktion zwischen 0 und 1 wird bis ungefähr 0,05 durch die Potenzfunktion x² genau genug approximiert. Ja, wobei ich selber festlege, wie genau diese Approximation sein soll. Ich könnte anstatt ein Tausendstel auch ein Millionstel oder ein Milliardstel nehmen. Ja, das ist ein frei wählbarer Wert, dieses Epsilon. Gut, jetzt hatten wir allerdings gesagt, dass die Nullfunktion auf der gesamten Strecke zwischen 0 und 1 approximiert werden soll. Ja, das ist ja hier nicht der Fall, sondern nur hier im ersten Bereich. Da approximiert die Quadratfunktion die Nullfunktion. Ja, da stimmen die so ungefähr überein. Gut, wie mache ich das jetzt, um auch diesen Teil hier der Nullfunktion durch eine Potenzfunktion zu approximieren? Ja, ich habe ja hier die Potenzfunktion x hoch 2 und dann mache ich Folgendes, ich erhöhe einfach den Exponenten, ne, auf 3, 4, 5 und so weiter. Dann erhalte ich die Potenzfunktionen, also die Folge von Potenzfunktionen x², x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5 und so weiter. Ja, und wir werden sehen, dann wird die Approximation besser. Und dazu habe ich eine kleine Animation vorbereitet. Ich klicke jetzt mal auf Start und dann erhöht sich der Exponent. So, der ist jetzt schon ungefähr bei x hoch 50, also auf 50. Na, bei x hoch 50, na, also wir hatten bei x² angefangen. Die blaue Kurve ist jetzt die Funktion f von x gleich x hoch 50. Ja, da ist die Approximation schon bis 0,4 in Ordnung. Ja, oder mindestens bis 0,3. Ja, eher bis 0,4. Ja, ich erhöhe jetzt den Exponenten nochmal von x hoch 50. So, jetzt läuft die Animation und jetzt mache ich Stopp. Jetzt bin ich ungefähr bei x hoch 100 und da sehe ich, die Approximation wird immer besser. Ja, die Approximation, die stimmt jetzt ungefähr bis 0,7. Ja, woher kommt das? Ja, das wissen wir aus der Schule. Wenn eine Potenzfunktion einen höheren Exponenten hat, dann verläuft sie bis zur Zahl 1 flacher und danach steiler. Ja, die schießt dann praktisch in den Himmel. Ja, aber erstmal zwischen 0 und 1, und das ist ja der Bereich, der uns interessiert,
da verlaufen Potenzfunktionen mit einem großen Exponenten flacher. Ja, gut, das nutzen wir aus und erhöhen den Exponenten jetzt noch weiter. Da starte ich wieder die Animation. So, die bewegt sich jetzt immer weiter. Jetzt stimmt die Approximation ungefähr bis 0,9. Jetzt ungefähr bis 0,95. So, und jetzt hört die Animation gleich auf. So, jetzt ist sie stehen geblieben. Ja, jetzt haben wir einen sehr hohen Exponenten. Das waren, glaube ich, x hoch 250. X hoch 250. Und da kann man sagen, die Approximation ist fast bis zur Zahl 1 ganz in Ordnung. Gut, jetzt ist man wahrscheinlich in Versuchung, dass man sagt, diese Funktionenfolge, also in unserem Beispiel die Folge von Potenzfunktionen, dass die gegen die Nullfunktion konvergiert. Ja, aber da muss man zwei Sachen berücksichtigen. Zunächst einmal muss das für beliebig kleine Epsilon gelten. Also auch wenn Epsilon nicht ein Tausendstel ist, sondern ein Millionstel, ein Milliardstel, ein Billionstel oder noch kleinere Werte. Ja, also man darf nur sagen, dass diese Funktionenfolge gegen die Nullfunktion konvergiert, wenn das für jedes beliebige Epsilon der Fall ist. Ja, das ist das erste Problem. So, da haben wir aber noch ein zweites Problem, und zwar sehen wir ja, dass kurz vor der 1 diese Funktion hier, ne, x hoch 250, dass die plötzlich nach oben geht. Ja, warum macht die das überhaupt? Weil alle Potenzfunktionen durch den Punkt 1, 1 gehen, also hier durch diesen Punkt. Ne, das wisst ihr aus der Schule. Ja, ich weiß also, dass kurz vor der 1 geht die Funktion hier in die Höhe. So, und ab dieser Stelle, wo die Funktion die Kurve macht, da habe ich ja keine Approximation mehr. Also kann ich nicht sagen, dass diese Funktionenfolge die Nullfolge zwischen 0 und 1 approximiert. Ne? Denn sie macht ja kurz vor hier die Kurve. Ja, also die zwei Probleme habe ich. Ne? Erstens muss ich überprüfen, stimmt diese Approximation für jedes noch so kleine Epsilon? Und zweitens muss ich mich hier um diesen Bereich kümmern. Gut, um jetzt zu erklären, was man unter der Konvergenz einer Funktionenfolge gegen eine gegebene Funktion versteht, ja, da machen wir jetzt ein kleines Spiel und dieses Spiel besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt legen wir irgendein Epsilon fest. Ja, das kann beliebig klein sein, zum Beispiel ein Tausendstel. Ja, für den zweiten Schritt dieses Spiels, da muss ich mal eben die Animation zurücksetzen. So, und jetzt machst du Folgendes. Du nennst mir hier eine Stelle auf der X-Achse, zum Beispiel x gleich 0,3. Ja, und jetzt sagst du, ich möchte, dass die Nullfunktion an der Stelle 0,3 durch eine Funktion aus dieser Funktionenfolge hier approximiert wird. Und zwar mit der Genauigkeit, ja, mit diesem Epsilon-Wert, den wir im ersten Schritt festgelegt haben. Ja? Und ich muss dir eine passende Potenzfunktion liefern. Ja? Gut, also fangen wir an. Du sagst 0,3 approximieren mit einem Wert von Epsilon gleich 1000stel. Ja, also der Unterschied zwischen der blauen Funktion und der Nullfunktion darf nicht mehr als 1000stel sein. Ja, dann mache ich Folgendes. Ich erhöhe einfach den Exponenten x hoch 2, x hoch 3, x hoch 4 und so weiter. So, Achtung. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ja, jetzt sind wir ungefähr bei x hoch 40. Und jetzt kann man sagen, die Nullfunktion wird an der Stelle 0,3 approximiert. Ja, durch x hoch 40 und zwar mit einer Genauigkeit von weniger als 1000stel. Ja, also nochmal, du nennst mir eine x, also erstmal müssen wir ein Epsilon festlegen, ne, das haben wir aber schon im ersten Schritt gemacht. Und im zweiten Schritt, da nennst du mir eine x-Zahl, eine
eine Stelle x, ne, zum Beispiel x gleich 0,3, und ich nenne dir eine Potenzfunktion. Ja, das haben wir ja jetzt gemacht. Du hast x gleich 0,3 gesagt und ich habe gesagt x hoch 40. Ne? X hoch 40 approximiert die Stelle, approximiert die Nullfunktion an der Stelle 0,3. So, jetzt sagst du eine andere x-Zahl, die größer, eine x-Zahl, die größer ist, zum Beispiel x gleich 0,5. Ja, dann starte ich wieder die Animation und so. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Na, du hast gesagt x gleich 0,5. Dann sage ich x hoch 70. Also die blaue Funktion ist jetzt die Potenzfunktion x hoch 70. Ja, und die Approximation stimmt. So, jetzt nimmst du wieder eine größere Zahl, zum Beispiel x gleich 0,7. Ja, dann sage ich, Achtung, pass auf, ich suche eine Potenzfunktion raus. Ja, das ist ungefähr x hoch 100. Ja, du hast also 0,7 gesagt und ich habe geantwortet, die Funktion x hoch 100 approximiert die Nullfunktion an der Stelle 0,7. Na, und so geht das immer weiter. Na, du sagst zum Beispiel x gleich 0,9, dann sage ich, da muss ich mal eben gucken, wann das der Fall ist. Ja, jetzt ungefähr. Ne? Na, hoppla, jetzt ist er zu weit gelaufen. Ja, du hast gesagt x gleich 0,9 und ich habe mir eine Potenzfunktion rausgesucht. Das ist in diesem Fall ungefähr x hoch 170. Ja, und schon stimmt wieder die Approximation. Ja, und lassen wir das jetzt noch bis zum Ende laufen. Jetzt sagst du, ich möchte an der Stelle x gleich 0,98 approximieren. Ja, und dann sage ich, x hoch 250 approximiert an dieser Stelle. Ja, gut, ich fasse mal zusammen, wie das Spiel gelaufen ist, also der zweite Schritt. Du hast einen x-Wert genannt und ich habe dir eine Potenzfunktion genannt, die einen Exponenten hat, der so hoch ist, dass diese Approximation funktioniert, ne, an der Stelle, die du genannt hast. Ja, also nochmal, du nennst eine Stelle x, ich nenne die passende Potenzfunktion. Das ist der zweite Schritt. Ja, und wenn das funktioniert, ne, bei einem gegebenen Epsilon-Wert, aber den haben wir ja schon im ersten Schritt festgelegt, ne, wenn das für jeden Epsilon-Wert funktioniert, unser Spiel, du nennst eine x-Zahl und ich nenne eine Potenzfunktion, dann sagt man, dass eine punktweise Konvergenz vorliegt. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Erster Schritt des Spiels, du nennst einen beliebig kleinen Epsilon-Wert. Zweiter Schritt des Spiels, du nennst einen x-Wert und ich muss darauf mit einer passenden Potenzfunktion antworten. Ja, die muss also existieren. Und wenn dieses Spiel funktioniert, dann redet man von punktweiser Konvergenz. Ja, warum nennt man das punktweise Konvergenz? Ja, weil du ja einen Epsilon-Wert und einen Punkt vorgegeben hast, ne? Einen Punkt auf der x-Achse. Und ich musste die passende Potenzfunktion dazu angeben. Ja, und wenn mir das gelingt, haben wir eine punktweise Konvergenz. Ne? Punktweise Konvergenz, weil du gibst einen Punkt an und ich muss dann die passende Potenzfunktion dazu liefern. Gut, jetzt gibt es allerdings noch eine stärkere Konvergenz bei Funktionenfolgen und das ist die gleichmäßige Konvergenz. Ne? Die liegt hier im Beispiel leider nicht vor, aber ich erkläre mal, wie man eine gleichmäßige Konvergenz überprüfen kann. Gut, bei dieser gleichmäßigen Konvergenz, da muss man ein anderes Spiel spielen. Und zwar haben wir ja bis jetzt folgendes Spiel gespielt. Du nennst mir eine Stelle, einen Punkt auf der x-Achse und ich nenne die passende Potenzfunktion. Ja, die passende Potenzfunktion, die an dieser Stelle approximiert. Ja,
Das war also das Spiel bis jetzt. Du nennst eine Stelle und ich nenne die passende Potenzfunktion. Ja, bei der Überprüfung der gleichmäßigen Konvergenz muss man das Spiel umgekehrt spielen. Ich nenne dir eine Potenzfunktion, zum Beispiel x hoch 1.000.000, und die muss dann jede beliebige Stelle auf der x-Achse approximieren. Ja, auch wenn die noch so nahe an der 1 ist. Na, und das funktioniert in diesem Beispiel nicht und deshalb haben wir keine gleichmäßige Konvergenz. Ja, nehmen wir mal an, ich sage jetzt x hoch 1.000.000. Ne, x hoch 1.000.000 approximiert die Nullfunktion durch, an jeder beliebigen Stelle zwischen 0 und 1. Ja, das ist verkehrt, denn du kannst eine Stelle x nennen, die ist so nah hier dran. Ja, die liegt also hinter diesem Bogen hier, den die blaue Funktion macht. Und deshalb funktioniert das nicht. Ja, ich kann also keine Potenzfunktion nennen, auch wenn der Exponent ganz groß ist. Ne? Zum Beispiel x hoch 1.000.000.000. Ja, würde nichts nützen, denn du kannst immer noch näher an diese Stelle x gleich 1 rangehen. Und dann findest du irgendeine Stelle, an der die Funktion schon nach oben gegangen ist, ne? X hoch 1.000.000.000. Ja, und dann haben wir wieder keine Approximation. Das heißt also zusammengefasst, wir haben in unserem Beispiel hier zwar eine punktweise Konvergenz, aber keine gleichmäßige Konvergenz. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal geometrisch zu erklären. Also, wir sehen ja, dass die blaue Funktion hier, ja, das sind die Potenzfunktionen, eine davon, dass die blaue Potenzfunktion irgendwann hier so eine Kurve macht. Ja, weil die muss ja irgendwann nach oben, denn alle Potenzfunktionen gehen durch den Punkt 1, 1. Ja, also ich weiß, irgendwann kommt die Kurve. So, wenn ich jetzt irgendeine Potenzfunktion wähle mit einem ganz großen Exponenten, zum Beispiel x hoch 1.000.000.000, ja, dann kommt die Kurve auch, aber die Kurve ist dann näher an der 1 dran. Ja, aber die Kurve findet noch vor der 1 statt. Egal wie nah die da dran ist. Ne? Wenn ich einen großen Exponenten habe, ist die Kurve hier ja, ganz nah an der 1 dran. Aber die Kurve kommt noch vor der 1. Ja? So, jetzt brauche ich ja nur einen x-Wert nehmen, der hinter der Kurve liegt, aber noch vor der 1. Ja, und dann habe ich eine Stelle gefunden, wo ich keine Approximation mehr habe. Das heißt, wenn ich eine Potenzfunktion vorgebe, ne, egal wie groß der Exponent ist, dann wirst du auf diese Art und Weise immer noch eine Stelle x finden, ja, wo keine Approximation stattfindet. Ja, und deshalb ist diese Funktionenfolge hier nicht gleichmäßig konvergent, ne, gegen die Nullfunktion, sondern nur punktweise konvergent. Ja? Gut, ich fasse nochmal zusammen. Also punktweise konvergent heißt, du gibst irgendeine x-Stelle vor und ich muss eine passende Funktion dazu aufbieten, sodass an dieser Stelle approximiert wird. Ja, aber gleichmäßige Konvergenz, da gebe ich eine Funktion vor, in diesem Fall eine Potenzfunktion, und die muss für alle x-Werte gültig sein. Ja, das ist hier nicht der Fall und deshalb haben wir punktweise Konvergenz, aber keine gleichmäßige Konvergenz. Gut, dann fassen wir jetzt das Video am Ende zusammen. Also wir haben gelernt, dass es eine punktweise und eine gleichmäßige Konvergenz bei Funktionenfolgen gibt. Bei der punktweisen Konvergenz kann ich zu jedem Punkt auf der x-Achse eine entsprechende Funktion aus dieser Funktionenfolge angeben, sodass die Approximation gelingt, und zwar mit einer beliebigen Genauigkeit Epsilon. Bei der gleichmäßigen Konvergenz, da könnte man eine Funktion aus dieser Funktionenfolge angeben, sodass an allen Stellen x die Approximation gelingt, mit einer beliebigen
Genauigkeit Epsilon. Ja, also das ist der Unterschied, punktweise Konvergenz. Ich kann zu jedem Punkt eine Funktion angeben. Gleichmäßige Konvergenz, ich kann eine Funktion angeben, die für alle Punkte gilt. Ja, das ist der Unterschied. Ja, im nächsten Video, da gucken wir uns dann ein Beispiel an mit gleichmäßiger Konvergenz. Die hatten wir hier ja nicht. Ja, am Ende noch ein Wort dazu, wie die punktweise und die gleichmäßige Konvergenz zusammenhängen. Also die gleichmäßige Konvergenz, das ist die stärkere Konvergenz. Und wenn ich gleichmäßige Konvergenz habe, dann habe ich automatisch auch punktweise Konvergenz. Ja, aber die Umkehrung stimmt nicht. Wenn ich punktweise Konvergenz habe, dann habe ich daraus nicht automatisch auch gleichmäßige Konvergenz. Bestes Beispiel ist unser Beispiel. Da haben wir ja punktweise Konvergenz, aber keine gleichmäßige Konvergenz. Ja, also gleichmäßige Konvergenz, das ist eine stärkere Konvergenz. Ja, jetzt wollt ihr sicher noch wissen, wozu benötigt man solche Begriffe? Also, zum Beispiel gibt es ja den Fall, dass man unter einem Integralzeichen eine Limes-Bildung hat. Ja, und dann fragt man sich, kann ich den Limes jetzt aus dem Integral rausziehen oder nicht? Ja, das Problem tritt zum Beispiel auf bei Beweisen zur Gamma-Funktion. Ja, da weiß ich jetzt also nicht, kann ich das Limes-Zeichen aus dem Integral rausziehen oder nicht? Ja, und da werden wir feststellen, das kann man unter bestimmten Bedingungen, und zwar wenn eine gleichmäßige Konvergenz vorliegt. Aber dazu muss ich erstmal wissen, was ist denn überhaupt gleichmäßige Konvergenz? Und das wisst ihr ja jetzt und deshalb können wir dann auch kompliziertere Regeln kennenlernen. Kompliziertere Regeln der Analysis. Gut, aber hier sind wir erstmal am Ende. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.